Professor Smart macht sich Gedanken. Schlagwörter wie Lernziele und Kompetenzorientierung sind ihm zwar bekannt, aber was genau steckt eigentlich dahinter? Wie können Kompetenzen vermittelt werden? Wozu sind Lernziele gut und wie werden sie formuliert? Er kennt bereits das Prinzip des Constructive Alignment und weiß, dass die Lernziele zu den Methoden und Inhalten der Lehrveranstaltung sowie auch zum Prüfungsprozess passen müssen. Auch wenn keiner der Eckpunkte im Constructive Alignment eine übergeordnete Rolle einnimmt, macht es Sinn, bei der Planung der Lehrveranstaltung zuerst auf die angestrebten Lernziele zu schauen. Für jede Lehrveranstaltung müssen also Lernziele in Form von konkreten Handlungen formuliert werden, in denen die erwünschte studentische Kompetenz zum Ausdruck kommt. Darüber hinaus sollten diese Lernziele bzw. die gezeigten Handlungen der Studierenden messbar sein. Bei der Formulierung von Lernzielen müssen einige Dinge beachtet werden. Zu allgemeine Beschreibungen lassen sich nicht durch konkrete Handlungen abbilden und sind nicht messbar. Gut formulierte Lernziele hingegen schaffen Transparenz, strukturieren den Lehr- und Lernprozess, lassen sich präzise messen. Zur Operationalisierung kann die Lernzieltaxonomie nach Gradwohl und Anderson herangezogen werden. Demnach werden zunächst vier Dimensionen des Wissens definiert: Faktenwissen, Konzeptwissen, Prozesswissen, metakognitives Wissen. In Form einer Matrix werden dann sechs Dimensionen kognitiver Prozesse hinzugefügt: Erinnern, Verstehen, Anwenden, Analysieren, Bewerten, Erschaffen. Ab der Stufe des Anwendens wird die in der kompetenzorientierten Lehre angestrebte Fähigkeit der Problemlösung eingefordert. Bei der konkreten Ausformulierung von Lernzielen müssen im Wesentlichen zwei Aspekte beachtet werden. Was soll gelernt werden und wie soll gelernt werden? Auf diese Weise lassen sich in der Regel ein Substantiv und ein Verb ableiten, die das Lernziel präzise beschreiben. Sinnvoll ist auch die Nennung der Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel der zeitliche Rahmen und die erlaubten Hilfsmittel. Für jede Handlung ist ein separates Lernziel zu formulieren. Dies dient der Trennschärfe und ermöglicht eine differenzierte Beurteilung der gezeigten Leistungen. Aus dem Zusammenspiel der einzelnen Lernziele ergibt sich dann das angestrebte Kompetenzprofil. Nun ein paar Beispiele. Professor Smart nimmt sich zuerst die Dimensionen Faktenwissen und Erinnern vor. Die Studierenden kennen Inhaltsstoffe und Zusammensetzung verschiedener Obst- und Gemüsesorten. Nun wandert Professor Smart in der Matrix ein bisschen weiter und betrachtet die Dimensionen Prozesswissen und Anwenden. Die Studierenden können durch Verkostung und einfache Laboranalysen den Zusammenhang zwischen Rohware, Ausbeute und Saftqualität herstellen. Mittlerweile ist Professor Smart ein echter Profi in Sachen Lernziele und widmet sich den anspruchsvolleren Dimensionen, Konzeptwissen und Erschaffen. Die Studierenden sind in der Lage, basierend auf aktuellen Technologien und wissenschaftlichen Erkenntnissen, Rezepturen für verschiedene saftbasierte Getränke zu entwickeln. Ein entscheidendes Erfolgskriterium zum Erreichen der Lernziele ist Transparenz. Studierende lernen effektiver und reflektieren die eigenen Lernfortschritte besser, wenn ihnen die didaktische Konzeption und die Relevanz der Lernziele bekannt sind. Lehrende sollten die Lernziele also deutlich kommunizieren. Fassen wir noch einmal zusammen. Lernziele werden auf Grundlage der Taxonomie nach Gradwohl und Anderson formuliert. Dabei sollten folgende Regeln der Lernzielformulierung eingehalten werden. Jedes Lernziel beschreibt genau eine Handlung. Kommunizieren Sie auch die Rahmenbedingungen.
Das Zusammenspiel der einzelnen Lernziele ergibt das angestrebte Kompetenzprofil. Transparenz ist ein entscheidendes Erfolgskriterium für das Erreichen der Lernziele. Wieder einmal ist Professor Smart den Fragen der Hochschuldidaktik auf den Grund gegangen. Und aus Professor Smart wird Super Smart.